Über 10.000 Parkmöglichkeiten gibt es in der Augsburger Innenstadt. Und mit dem Mobilo können Autofahrer ganz einfach beim Parken sparen. 50 Cent ist die silberne Münze wert. Einlösen kann man sie an über 50 Parkscheinautomaten in der Innenstadt und in 12 Parkhäusern, wie zum Beispiel an der Parkgarage Annerhof. Der Mobile ist eine ganz tolle Idee von der Stadt Augsburg und auch von der City-Initiative. Wir nehmen im Monat ungefähr 250 Mobilos ein. Schön wäre es, wenn wir noch mehr einnehmen könnten. Ich finde den Mobile eine tolle Sache und unterstütze den vollkommen. Beim Weihnachtsbummel an den Adventssamstagen gibt es den Mobilo jetzt sogar geschenkt. Die Stadt Augsburg und die City-Initiative verteilen 10.000 Mobilos an die Passanten. Das freut auch die Händler. Wir finden es eine tolle Sache, weil einfach der Einzelhandel dadurch nochmal gestärkt wird. Wichtig ist, dass die Händler alle zusammen mitarbeiten, dass jeder den Mobilo auch rausgibt und somit das Parken einfach günstiger und attraktiver in der Innenstadt ist. Bekommen kann man den Mobilo ganz leicht. Einfach an der Kasse in den Geschäften danach fragen. Es gibt ihn bei knapp 90 Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in der Innenstadt. So lohnt sich ein Besuch in Augsburg auf jeden Fall. Die Augsburger Innenstadt hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr positiv entwickelt. Ich glaube allerdings auch, dass es bei verschiedenen Bürgern noch nicht so ganz angekommen ist, speziell aus dem Umland, die vielleicht nicht so regelmäßig nach Augsburg kommen. Und genau an diesem Punkt müssen wir ansetzen. Also wir müssen unseren Gästen wieder klar machen, dass es sich wieder lohnt, nach Augsburg zu kommen. Und vielleicht von mir ganz speziellen Tipp ist, sich mal wirklich die Zeit zu nehmen, ganz in Ruhe in die Stadt zu kommen, vielleicht über den Christkindlesmarkt zu laufen und sich mal anschauen, was hier in Augsburg passiert ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man sehr begeistert sein wird. So wird Einkaufen in Augsburg zum Vergnügen. Und das nicht nur jetzt in der Adventszeit.